weitgehend unbeobachtet vom öffentlichen Interesse, töten Hunderttausende von Teichbumpen alljährlich viele Millionen Wassertiere. Im Rahmen des Schwerpunktthemas Nachhaltigkeit des Naturagard-Treffs zeigt Norbert Jorek im zweiten Teil seines Referates, wie man das ganz leicht verhindern kann. Erforderlich, dass Sie an der Stelle so viel Energie und so viel Geld verbrennen. Das ganze Thema Pumpen hat auch sehr viel zu tun mit Naturschutz. Wir haben ja solche Filter gebaut hier, die sind konstruktiv ein bisschen anders als das, was es sonst am Markt gibt. Und aus der Vorserie habe ich das einem Kollegen mal gegeben, der hat das in seinen Teich eingesetzt und parallel dazu gab es die Entwicklung, dass die Pumpengehäuse immer größere Löcher kriegten, weil die wollten das dann auch zum Betrieb der Filter einsetzen und wollten mehr Dreck dadurch transportieren. Wir haben diesen Hohlraum auf der rechten Seite, den wir immer schon Babyschacht getauft haben, haben wir eigentlich gemacht, weil wir gedacht haben, wenn die Pumpe dann mal so kleine Libellenlarven mitbringt, dann können die da noch so lange bis zum nächsten Reinigen des Filters weitermachen. Aber der rief mich am nächsten Morgen an und sagt, weißt du was, 40 Molche sind da drin. Davon leben noch 10 vernünftig, ne? 20 hat es völlig zerhackt und dem Rest fehlen irgendwo Beine, Schwanzteile oder. Weil es ein Problem gibt mit diesen Pumpen. Das sind die Kerlchen, um die es geht. Ich mag sie, sie haben jeden Grund, mich zu mögen. Es gibt diese Pumpengehäuse, die viel zu große Löcher haben. Da passt so ein Molch locker durch. Sie bewegen sich nicht dramatisch viel, aber wenn sie dann reinkriechen in solch ein Ding, dann sind sie direkt über der Fördermimik der Pumpe. Die sieht so aus. Und wenn die läuft, dann wird sie die Molche zerhacken. Es gibt überhaupt keinen Grund, so etwas zu machen. Sie sehen, wenn die Löcher da unten reinkommen, dann landen die da. Das ist unverhinderbar. Ne? Sie müssen alle irgendwie da durch. Da gibt es so einen Spalt, der ist ungefähr so breit. Wenn Sie Glück haben, kommen Sie durch diesen Spalt. Das ist aber eher unwahrscheinlich bei dieser gewaltigen Turbulenz, die da unterwegs ist. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man Pumpen so baut, dass man Molche in dieser Größenordnung killt. Wenn man sich die Effizienz dieses Ladens anguckt an der Stelle, also im letzten Jahr haben wir so knappe 2000 Pumpen verkauft, nehmen wir mal an, 1000 von diesen Pumpen lassen auch nur 10 Molche mehr leben als normal, weil wir sie anders bauen, weil wir nämlich sagen, wir nehmen nur diese Laufeinheit, das eigentliche Aggregat und bauen davor einen solchen feinen Vorfilter, der hat 2 mm Porenweite, da geht kein Molch durch, da geht keine Libellenlarve durch. Das Wasser ziehen wir an, da können wir sicher sein, da passiert nichts. Jedes Jahr kommen meinetwegen noch 1000 von diesen Pumpen dazu, nach 10 Jahren laufen dann 10.000 Pumpen, das sind insgesamt 55 Betriebsjahre, die wir haben. Wenn wir 10.000 Molche pro Betriebsjahr nicht umbringen, dann überleben, seitdem wir diese Dinger machen, 500.000 Molche. Es kann eigentlich jeder irgendwas sehr Einfaches tun, indem er so eine Pumpe nimmt und entschärft die so, diese Killerpumpen, schraubt er vorne so einen Vorfilter vor. Er kann diese Pumpen ja auch bei uns schon billiger kaufen, wenn die dieses Designergehäuse nicht haben, das so einem Frosch sowieso völlig egal ist. Sie schrauben so ein Ding davor, das ist billiger als dieses Gehäuse, es kostet sie weniger Geld, die Molche finden sie nett, die Libellen finden sie nett, was zur Hölle spricht dagegen, so etwas zu tun? Deswegen meine ich, dass so diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion und wir wollen Naturschutz betreiben an der Stelle und wir wollen nett und effektiv sein, das hat alles überhaupt nichts mit Einschränkungen zu tun. Keinem von Ihnen wird es schlechter. Es ist ein Gewinn für alle. Die Realität sieht so aus, dass es viele Filtertypen gibt, in denen dieses Problem kaschiert wird. Das können Sie ja nur in einem Filter sehen, der so konstruiert ist wie der, den wir gemacht haben, wo wir für solche Sachen diesen Babyschacht gemacht haben, um sowas überhaupt mitzukriegen. Diese gern verkauften Filtertypen, wenn die Molche da drin sind, die 10, die das überlebt haben, die werden dann über diese Pumpmechanismen spätestens dann noch erwischt und viele andere Filter machen es irgendwie so ähnlich. Muss also nicht sein, kann man netter tun, wir bemühen uns das zu machen. Wenn Sie sich mal anschauen, ich habe mal zu meinen alten Naturschutzzeiten von einem Zivildienstleistenden, den ich hatte, zählen lassen, wie viele Teiche in solchen Mästischblättern, solchen Kartenunterlagen drin sind.
Das wird 1957, 1975 schon weniger. Das war 1981, da war schon wenig da. Das war mit einer der Gründe, das habe ich gesagt habe, da müssten wir mal was tun. Und wir haben inzwischen über 50.000 Teiche mit unseren Kunden gebaut. Und insofern ist dieses Netz deutlich enger geworden. Das ist ja das Ziel, dass man für Tiere, die nur einen begrenzten Aktionsradius haben, wie solch einen Molch, ne, das nützt nichts, wenn der nächste Teich 5 Kilometer weiter ist, weil das erlebt er ja in 5 Generationen nicht, dass der da ist. Aus diesem Grunde, das Netz muss eng sein und die Teiche, selbst wenn es Schwimmteiche sind oder Fischteiche sind, haben immer Komponenten, die gut sind, weil es muss nicht immer nur reine Natur pur sein. Das hat alles sehr viele Facetten. Solch einer schlüpfenden Heidelibelle ist das völlig egal, ob da unten Azalee wächst oder ob das irgendein einheimischer Strauch ist. Die braucht einfach nur irgendwas, wo sie hochkriechen kann, wo sie von irgendwelchen Amseln nicht gefunden wird. Deswegen kriechen die so weit weg von den Teichen. Und deswegen macht es Sinn, wenn man bei Teichen, wo man natürlich Stellen haben will, an denen man nah rangehen kann ans Wasser, aber sie sollten versuchen, es so zu bauen, dass sie auch immer irgendeinen Vegetationsgürtel in diesen Teichen haben, wo diese Kerlchen reinkriechen. Wir reden auch nicht immer nur über Tiere. Dieser Park ist einer der bedeutsamen Orchideenstandorte hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hunderte von Knabenkräutern überall in den Ufern. Die wachsen hier wie verrückt. Das heißt also, dieser Vegetationstyp, den wir für die Ufer empfehlen, nämlich relativ nährstoffarm, ein bisschen feucht, ein bisschen Lehm drin, wenn die Jungs da einmal Fuß gefasst haben, dann geht das richtig ab. Wir haben mehrere Arten und sehr reichlich. Jedes Jahr explodiert das, sie verdoppeln sich fast jedes Jahr. Ja, kommen wir zu einem mehr theoretischen Thema.